Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu Palworld. Wir laufen mal an dem Ruf hier vorbei. Beziehungsweise fliegen, weil wir wollen ja da drüben mal in diese Bauwerke rein. Da ist eine Liftmonkey-Statuette. Sowas nehmen wir natürlich dann trotzdem mit. So sind wir ja schon mal auf der anderen Seite des Sees. Und nehmen den einen oder anderen Boss eventuell dann noch mit. Da ist eine Höhle? Ist da eine Höhle drin? Nee, das dürfte keine Höhle sein. Wieder irreführende Werbung hier. Ja, ist keine Höhle. So, mal nicht zu schnell unterwegs sein, um vielleicht das ein oder andere Geheimnis noch zu sehen. Bestimmt haben sich schon alle über Nightcrawler aufgeregt, dass das komplett falsch geschrieben ist. Aber sobald ich es in der Pilotfolge lese, wo ich den so genannt habe, werde ich es natürlich abändern. Also übt euch in Geduld, weil ich nehme ja im Voraus auf. Okay, da ist auch ein Lager davor. Also noch wieder Rookies, die umfliegen wir. Aber das Lager nehmen wir noch mit, da ist auch eine... Du heißt Relaxosaurus, warum greifst du mich so schnell an? Diese Rookie so bitte. Aber da hinten ist noch eine Kiste. Boah, Alter. Okay. Wir gucken mal eben schnell in den Technologiebaum rein. Okay, mit Zweitaste runter geht es nicht schneller. Was können wir denn Neues? Eisentor, Elektrokühler, Fließband Handwerk 2. Und die Pumpgun. Graffiti Gewehrset. Heute ein Gewehr mit dem man Sticker malen kann in die dazugehörigen Munition. Okay. Luftwegschild. Ein dekoratives Einrichtungsset essentieller Teile jeder fortschrittlichen Zivilisation. Okay. Ja, nein. Ja, ich wäre da nochmal Goldmünze und Silberschlüssel. Jetzt haben wir zwei verschiedene Schlüsselarten mit dabei, das ist schon mal gut. Also nochmal die. Aber wir gehen jetzt auf die Kutenjagd. Wookiejagd. Oh, Liebhaberjagd. Mal gucken, was uns hier drin. Das sind. Ah, da hinten ist so eine Kiste. Jäger. Also er macht alle, fast alle One-Shots fertig. Das gefällt mir sehr. Also den würde ich jetzt ungern gegen irgendwas anderes austauschen. Das hast du dir selber zu schneiden. Du dir auch.
Der andere steht hier hinten. Und denkt sich. Oh, ja. Der denkt sich gar nicht. Der denkt sich echt. Okay. Dann kriegen wir aber auch hochwertiges Palöl. Powerbeschuss. Kannst ja eigentlich allen beibringen, ne? So. Na, was haben wir hier? Alpomball. Könnte hier so noch lernen. Stammbeschuss. Könnte auch er noch lernen. Und Windschneider. Wäre eigentlich auch für ihn vielleicht was. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Aber wir müssen die Diamanten wieder abnehmen. Brennsalve Gigahorn. Okay. Wir haben sie nicht automatisch gelernt. Albtraumball. Vielleicht eine 100er Attacke. Jetzt kommt er 6580. Der hat da immer noch die stärksten Attacken. Nightcrawler. Ebenfalls im Moment die stärksten Attacken. Er eben. Aber er auch, ne? Ich hab gar nicht drauf geachtet. So, da haben wir noch eine Truhe. Wir müssen dann auch wieder was futtern, weil wir haben ja Schaden genommen. Mal wieder. Also er wird unser, definitiv unser harter Supporter von allem irgendwie. Nein, sorry. Mein Fehler. Gucken, ob hier oben was drauf ist. Genau, wir wollten dazu den Bauten noch. Da will ich mal gucken, was da ist. So, und dann können wir uns so langsam, so ganz langsam um Anubis kümmern. Aber um sich um Anubis kümmern zu können, brauchen unsere Monster noch jede Menge Level. Ich sage ja auch nur, dass wir uns so langsam um ihn kümmern können. Aber ich will mich auch so langsam um ihn kümmern. Weil Anubis im Team zu haben, ist wahrscheinlich noch mal stärker als hier unseren, unsere Lava mitzunehmen. Aber muss ich ganz ehrlich gestehen, würde ich auch austauschen. Aber nur, wenn Lava dabei ist. Was haben wir denn hier noch? Den Flamme. Seenflamme hat nochmal. Ja, ich würde bei ihr gerne auch noch eine Drachenattacke drin lassen. Aber gut, dass es kann. Dass wir da mal tauschen müssen wollen. Ist noch ein Ei. Also wir finden zu viele Eier. Ich habe auch noch keine Kisten gebaut, wie ich eigentlich gesagt habe. Also sehr schlecht von meiner Seite aus. Da muss ich mich noch umgewöhnen, dass das mit Doppelsprung ist bei ihm. Zumindest. Da ist auch eine Liftmunk. Da ist noch ein Ei. Da ist eine Statue. Da ist eine Doppelstatue. Haben wir hier irgendwo. Ja, da hinten kann man porten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es ist Ei. Sind es. Normale Eier, weg damit. Normale Eier wollen wir nicht. Okay. Er ist noch ein bisschen ungebändigt. Ist auch eine Kiste direkt dabei? Sieht so aus, ja. Obwohl wir eigentlich keine Kiste mehr brauchen. Ah, die ist... Sehen die jetzt anders aus als vorher? In dem Gebiet? Ich glaube ja, ne? Mittelgroße Palseele, sehr schön. Schade, dass hier nicht so ein Geheimnis ist, wie das, doch da drunter, aber dass hier irgendwas drauf ist, dass du quasi fliegen musst. Aber ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen, so weit zu reisen, ohne zu fliegen.
Oder haben wir noch welche von denen? Da ist unser Ziel. Aber die müssen wir ein bisschen umschiffen. Also jetzt sieht die Region schon richtig Richtung Elden Ring aus. Was ich aktuell ja auch am Spielen bin, am Spielen war, je nachdem. Ich mal gucken, ob das hier ein Vulkan ist oder so, ob hier irgendwas liegt. Den Höhleneingang irgendwo ist? Nein, sieht nicht so aus. Okay, hier geht es nur ganz weit runter. Oh, wir sind mittlerweile so weit weg. Oh, was ist das? Jin. Okay, sammle erstmal wieder Energie. Da ist noch mein Ei. Mal ist heißes Ei. Bei ihm snacken wir uns. Level 32. Oh, Hitze. Oh nein, wir haben extreme Hitzeprobleme. Wir müssen unsere Hitzeschutzding anziehen. Okay, das geht sowas von in die Hose hier. Wir werden sterben. Okay. Wir fahren durch die Welt und sind damit gleich wieder zu Hause. Okay, also hier noch nicht. Aber wir machen jetzt 17. Ich warte mich einmal hier hin. Ne, die sahen immer so aus. Okay. Damit wir hier einmal sind. Warum ist denn hier auch Hitze? Willst du mich verarschen? Ist hier auch Hitze? Oh nein, jetzt werden wir hier auch wieder sterben. Ja, okay, dann wissen wir es aber, dass hier auch Hitze ist. Wir eine hitzebeständige Metallrüstung brauchen. So, jetzt müsste es eigentlich abklingen. Da hinten ist noch ein Boss. Da ist noch ein Lager. Komm, kling ab, Hitze. Kling ab. Sagen, wir gehen direkt in das Boss-Level rein. Da hinten ist auch eine Höhle. Damit wir hier rauskommen aus dem der Hitze. Sperren der Mysterien. Essen hier. Unaris. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal heilen. Sieht ein bisschen aus wie Mewtwo Y. Akku. Ich glaube, das wird die neue Hiesel. Er wird sie nicht aussehen. Wir haben sie. Seltenes Organ 12. Okay. Ein pulsierendes Herz, das von Pauls gewonnen wird, erzielt beim Händler einen guten Preis. Ja, okay. Ein funkelnde Kugel, die von Pauls gewonnen wird, erzielt bei Händlern einen guten Preis. Nehme ich. So, wir heilen, wie ihn nochmal essen lassen. So. Haben wir den Debuff auf uns drauf? Ah, ne, weil wir so wenig Leben noch haben. Okay. Ganz verlassen, ja. Jetzt keine Hitze. Okay, es ist das Gebiet. Die Hitze geht wieder hoch. Obwohl, es pendelt sich ein.
habt ihr gefangen? Ah, Supi. Wo kann man denn jetzt hin? Also ich will mich ja nicht irgendwie aus Versehen umbringen, fertig machen, töten. Da hinten war, glaube ich, noch eine Höhle, ne? Nightcrawler? Ja, die Höhle ist direkt hier. Gehen wir doch rein. Ah, wir entdecken wieder Hitze. Das ist gar nicht gut. Wir gehen rein. Ja. So. Level 8. Rapikruckler, warum auch immer. Schleichen hier einmal durch. Vielleicht finden wir ja irgendwas Interessantes. Boah, ich sag grad, hier steht ein Bär, ey. Nee. Nein! Halt! Du! ...201 Gold müssen schon. Also schon wieder. Von dem. 178. Wie viel haben wir? 8100. Eigentlich ist es nichts. Es ist absolut nichts. Wenn du dir überlegst, was du alles kaufen kannst, noch nicht gekauft bekommst, weil du keine Münzen hast. Schon gemein. So, die kämpfen. Misch mal ein bisschen mit da. Ein bisschen mit und er macht alle fertig. Sorry for party walking. Ich muss mal gucken, ob wir die Schrotflinte bald mal bauen können. Ich wollte eigentlich hier was landen. Okay. Also mit der Laterne hier drin ist es jetzt ultimativ hell. Und es knistert und knattert. Eine Pulsbeere. Wieder ein paar Pfeile für uns. Schaffst du das Ganze nach oben? Sie hat ja auch gesagt, das habt ihr auch gesagt, ne? Okay, ich schaffe es nicht bis ganz nach oben. Ja, lass mal kurz regenerieren. Durchgang. Alles nicht. Da können wir mal durch. Wir sind ja gerade durch die Höhle durch. Okay. Da sind wir da rein und dann. Ich glaube, das ist sogar der Ausgang, oder? Ich weiß es nicht. Doch, ja, ist der Ausgang. Wir müssen ja nach rechts. Wir verlaufen uns wieder.
Nö, hier waren wir noch nicht. Lauf, warum ist lang? Diese Fackeln gehen einen aber so auf den Senf, sag ich euch. Das Geräusch davon, das Knistern und so, schön und gut, aber... Oh, was haben wir hier? Steinkohle. Brauchen wir. Wir waren lange nicht mehr zu Hause. Da müssen wir auch gleich mal wieder hin. Sachen ablegen natürlich. Eigentlich eine Kiste sein. Warum ist hier keine Kiste? Da ist die Kiste. Ich wollte schon sagen, dass der Futler die gelootet hat, aber ich denke eher nicht. Mal wieder zwei Punkte. So, bin hier wieder durch. Was war das denn gerade? Wilder Rookie. So, durch das Tor sind wir eben gegangen, ne? Oder? Da kämpft ihr mal gegeneinander. Genau, hier sind wir nämlich durchgekommen. Oder? Ja. Ihr wollt jetzt echt noch kämpfen? An der anderen hängt da hinten fest. Ich hoffe nicht. Sperren wir mal mit. Gehen wir doch einfach hier rechts. Also links enttäuscht uns nach wie vor, was den Fortschritt von Höhlen angeht zumindest. Tempos, du mal ganz kurz. Weiter geht's. So, hier müsste es aber nach rechts oder nach links weitergehen, weil sonst ist die... Sonst geht's ja nicht weiter. Ah, da. Futter brauchen wir nicht, aber hier geht's weiter. Hier gucken wir jetzt mal runter, ob wir da unten eine Kiste sehen. Aber ich würde sagen, nein. Nö, außer Verschwendung jetzt unserer Zeit ist hier nicht zu sehen.
Bei Höhen habe ich ja immer gesagt, die Höhen machen wir fertig. Ich hoffe, dass ich wieder rauskomme. Ja, sehr schön. So, die da, die da, bi. Jetzt gehen wir zu dem Bossmonster. Pass auf, und jetzt, ohne hinzugucken, ich habe noch nichts gesehen, weil hier sieht man noch nichts. Doch, man sieht es. Derbe Enttäuschung mal wieder. Kann man hier eigentlich runter irgendwas finden? Eigentlich nicht, ne? Hier haben wir, also hier habe ich mich noch nie richtig umgeschaut eigentlich, ob dann hier oben rum noch mal was zu finden gibt oder so. Aber es sieht nicht so aus. Ich würde es mal verneinen, dass man hier was findet. So, bitteschön. Viel Spaß. Und besiegt. Mit einem Windstoß. War immer hier oben drauf, aber hier oben ist gar nichts. Okay. Versuch mal klug. Man muss es ja mal ausprobiert haben, ne? So, hier müssten jetzt die Teile von denen liegen. Ja, sehr schön. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Hitzerüstung noch. Eine Wasserrüstung. Wasser, eine Kälterüstung auf jeden Fall noch. Zwei Schuss und Federschmuck brauchen wir. Okay. Kann ich verlassen? Ja, ich werde irgendwie zurück ins Lager kommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis ich einen Masterplan habe, wo wir denn dann hingehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.